Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir haben da die Quest. Wir müssen Schuhe abliefern. Jetzt mache ich nur gerade mal das hier, dass ich das nicht sehe, wo Quests sind. Wie spät haben wir es denn? 11.13 Uhr. Und wir müssen nach Denica, glaube ich, ne? Denica. Oder? Abliefern an Mathilda. Ja, Mathilda ist Denica. Dann liefern wir mal ab. Wir sind bei Subway im Frühling mal wieder unterwegs. Erster Tag. Ich wollte gerade, liefern wir jetzt schon ab. Morgen, ne? Ich gucke eher mal, wo wir noch Quests haben. Weil jetzt noch nach Denica, das ist ein bisschen weit. Frage ich mich mal lieber durch, ob wir hier noch unter Umständen Quests oder so finden. Oh, ich habe gar nichts zu essen dabei. Das sollten wir auch noch ändern. Roggenbier. Das ist aber okay, das ist die Flasche. Wir haben Äpfel. Die müssen wir noch verarbeiten. Kirschen, die müssen wir noch verarbeiten. Rote Beete. Ei. Haferbrei, den nehmen wir mal mit. Und dann verarbeiten wir vielleicht gerade mal noch ein paar Äpfel, ne? Dass wir noch ein bisschen Apfelsaft machen. Ich nehme die mal mit. Und dann nehmen wir noch ein paar Weinflaschen mit. Ich weiß gar nicht, was ich ursprünglich geplant hatte, weil es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, wo ich die Folgen aufgenommen habe, die letzten. Von dem her, ich habe vergessen nachzugucken. Aber so machen wir mal ein bisschen. Also wir können eigentlich noch nicht allzu viele Quests erledigt haben. Wir sind wie gesagt am ersten Tag 11 Uhr. Da kann es noch nicht so weit her sein. Ach, hier meine Azubine. Hi, Lorelei. So, wie viele Äpfel brauchen wir? 5. Das heißt, wir können alle 30 Flaschen machen. Aber das geht ja relativ zügig bei Saft. Von dem her passt das. Ja, zum Multiplayer gibt es leider auch noch nichts Neues. Man gibt immer wieder Bilder auf Instagram, die man... sind aber so allgemeine Bilder, also da könnte man jetzt nicht draus schließen, also nichts groß draus schließen oder so. Von dem her... ja, von dem her ist so nichts weiter dazu, ja, zu sagen, ne? Auch im Discord ist nichts, außer dass halt die Beta, dass der Test läuft. Aber ich weiß weder wie lange der läuft, noch ob oder wann es eventuell einen nächsten gibt oder so, nichts von gehört. Ja, ich bin sehr gespannt. Es soll ja dieses Jahr noch rauskommen. Ich hoffe, die verschieben das nicht, aber es kann natürlich sein, dass das auch erst im Dezember oder irgendwann kommt, wer weiß. So. Jetzt müssen wir mal das mal wegbringen, was wir haben, dann können wir eventuell nochmal eine Ladung machen. Dass wir zumindest mal die Äpfel soweit verarbeitet haben. Oder ich lasse sie... 68 haben wir noch. Lassen wir die vielleicht
die anderen Kollegen mal machen. So, wir haben erstmal das Wichtigste rausgeholt. Das hätte ich natürlich gleich mal die Leute hier im Dorf fragen können. Hier ist doch auch jemand, jawohl. Fragen wir hier mal nach. Hi, Blanka. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Gustovia, dahin solltest du gehen. Das hätten wir natürlich noch machen können. Farewell. Wie spät haben wir es? 13 Uhr. Und noch Gustovia, das geht. Das machen wir. Kann sogar sein, dass ich das vorgehabt hatte. Beim Ende der letzten Folge, aber wie gesagt, ich habe es vergessen nachzuschauen und es ist halt ein paar Tage her. Aber Gustovia, das kriegen wir hin, das ist nicht so weit weg. Hier liegt kein Wagen. Mit Banditen ist hier ja auch nicht zu rechnen. Autosave. Da waren, ich glaube, letzte oder vorletzte Jahreszeit waren da Banditen. Letzte, glaube ich, im Winter, ne? Die mussten wir nämlich platt machen, weil die unseren Sohn verhauen und beraubt haben. Das geht ja gar nicht. Niemand tut unserem Olaf was an. Nicht, wenn wir es irgendwie verhindern können. Ja, ein bisschen vorher, vor dieser Folge, habe ich Sengoku Dynasty noch aufgenommen. Auch sehr schön, wunderschöne Grafik, spiele ich auch gerne. Größter Unterschied, der mir spontan da auffällt, oder was ich da eher als negativer tatsächlich sehe, ist hier in Medieval Dynasty haben wir ja konstante Verbräuche über den Monat. Also die Leute verbrauchen so, wie sie, also wenn sie es verbrauchen, ist es weg aus dem Lager sofort. Und wenn sie was produzieren, ist es auch sofort im Lager drin. Das gibt es bei Sengoku Dynasty tatsächlich nicht, sondern da wird im Prinzip das Lager zum Jahreszeitenwechsel befüllt und geleert sozusagen. Also das, was die Bewohner verbrauchen in der Jahreszeit, verschwindet erst zum Jahreszeitenwechsel aus dem Lager. Oder ist das zu Anfang der Saison? Kann auch zu Anfang der Saison sein. Dass sie sich rausholen, was sie für die Jahreszeit brauchen, das kann natürlich auch sein. Aber auch das, was sie produzieren, ist erst zum Ende der Jahreszeit drin. Also nichts, dass man da eben zwischendurch mal, also quasi, ich brauche Holz, also stelle ich jetzt mal jemanden ein, der mir Holz produziert. Ich kriege das erst zum Ende der, also zum Anfang der nächsten Jahreszeit im Prinzip. Vorher nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist zumindest für meinen Geschmack unglücklich gelöst. Hi Adelina. Kann ich dir bei etwas helfen, meine Liebe? Es treiben sich viele gefährliche Tiere rum. Okay, da kümmern wir uns drum. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Deniza, dort braucht jemand deine Hilfe. Take care. Ja, Deniza, das weiß ich. Oh, und wir müssen ja Steuern zahlen. Hi Rassimia. So, einmal Steuern, bitte sehr. Wunderbar. Haben wir auch erledigt. Weiß er vielleicht noch was? Welcome. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Deniza. It was nice seeing you. Okay. Deniza. Alle sagen Deniza. Ich könnte mich jetzt noch weiter durchfragen, dann würde ich wahrscheinlich noch mehr rauskriegen, aber... Nach Deniza müssen wir eh. Da müssen wir die Stiefel abliefern. Oder die edlen Schuhe, weil unsere Näherin ja wieder Beef mit denen hat.
Speisemorchel. Wir sammeln. Wir sammeln alles ein, was wir irgendwie brauchen können. Und ich sollte was trinken. Schuhe haben wir an. Ja, sehr gut. Wie schaut es hier aus mit Banditen? Keine da. Waren aber, glaube ich, auch letzte Jahreszeit erst. Von dem her war da noch nicht wirklich mitzurechnen. Also ich hatte es noch nie, dass zwei Jahreszeiten hintereinander irgendwo Banditen waren. Oh, da ist ein Wagen. Also zweimal am gleichen Ort, direkt hintereinander, hatte ich noch nicht. Kann auch sein, dass es gar nicht geht, dass es geblockt ist. Das ist leer. Oh, da war das schon letzte Jahreszeit da, ne? Gut. Haben wir schon geplündert. Dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich bei so Eier und Fisch und sowas mitgenommen. Ich war aber nicht klug. Aber haben wir jetzt auch nicht gebraucht, von dem her. Kein Drama. Und theoretisch hätten wir es brauchen können. Ich meine, Gustovia ist jetzt nicht so weit weg. Herolds Quest haben wir leider schon erledigt. Der Dude sitzt zwar noch bei uns, aber wir haben halt nichts mehr. Also er hat keine Aufgabe mehr für uns. Das ist ein bisschen schade, dass die Herolds Quest so in diesem Stadium keine wirkliche Herausforderung mehr sind. Zumindest nicht für eine Stadt meiner Größe hier. Das würde ich mir manchmal schon wünschen, dass es da dann auch noch Quests gäbe, die auch in meinem Fall noch herausfordernd sind. Zum Beispiel, dass man halt, es gibt glaube ich auch Jagdquests vom Herold. Ich hatte die aber glaube ich noch nicht. Wo man glaube ich auch eine gewisse Anzahl an Tieren jagen muss und diese dann... Weil das wäre jetzt was ich halt wirklich noch tun kann. Material sammeln, Stämme, Äste, tralala, das haben wir alles zu Hunderten oder Tausenden im Inventar. Da brauche ich nur sagen, er soll sich das da rausholen. Das sind noch Herausforderungen, wenn man tatsächlich neu anfängt. Dann sind das echt noch Herausforderungen, aber in unserem Fall jetzt nicht wirklich. Aber dann gucken wir mal, dass wir die Jagdquest noch geregelt kriegen. Ich überlege gerade, was wir noch machen sollten, tun könnten. Ich würde heute nicht so lange aufbleiben, bis die getriggert wird. Haben wir irgendwelche anderen Quests eigentlich noch? Oh, wir haben einige, ja. Dreimal Wolle müssen wir abliefern und 4 Eisenerz. Das sollte ich vielleicht auch noch machen, ne? Das kann ich ja schon erledigen. Stimmt, die hatten wir alle angetriggert, aber noch nicht fertig gemacht. Gut, dass ich geguckt habe. Ich meine, sonst hätten wir sie halt am nächsten Tag gemacht. Wenn die näheren Quest fertig gewesen wäre, aber... Machen wir das halt so jetzt. So, 3 Eisenerz, 4 Wolle oder sowas. Oder 4 Eisenerz und 4 Wolle. Und 3 Wolle. Ich nehme mal von beidem 4 mit.
Dann sollte das funktionieren. Tagebuch, da muss ich hin. So, 3 Wolle, 4 Eisenerz und wir müssen 20 Holzbolzen noch machen. Stimmt. Das heißt, ich brauche 20 Stücke und 20 Federn. 20 Federn. Und 20 Stücke. So, dann arbeiten wir das gerade mal ab. Ups, da müssen wir lang. Können gleich auch noch ein bisschen Haferbrei essen. Oh, wir sind schmutzig, aber das kriegen wir auch noch geregelt. Hi Carolina, hier ist deine Wolle. So, vielen Dank. Hätten wir gelöst. Wo ist Jan? Du bist nicht Jan, du bist Bratomir. Du bist Jan, glaube ich, ne? Ne, du bist Kasimir. Bist du Jan? Du bist Jan. So, das Erz, das du wolltest. Ja, ja, so wenig. So, und dann haben wir doch noch Jagdzeit. Die 20 Bolzen können wir gerade mal produzieren und dann auch gleich abliefern. Ich bin ja echt so sehr auf das Update gespannt, das halt irgendwann kommen wird. Ich bin auch schon mal sehr gespannt, wann es denn kommt. Ist ja dann schon mal schön, wenn man dann einen festen Termin hat, auf den man sich freuen kann. Holzbolzen müsste ich an der Jagdhütte herstellen können, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, genau. Holzbolzen. 2 Zehner-Stacks. Können wir das nämlich auch noch fertig machen? Der ist irgendwo da hinten, der Dude. Diddle-di und diddle-da. Waschen können wir uns gleich auch noch. Guten Abend, Blanka. Oh, das ist natürlich ganz am anderen Ende vom Dorf. Wo sollte er auch sonst sein? Aber die liefern wir jetzt noch ab. Wer weiß, wo der Morgen sich rumtreibt. Und morgen müssen wir ja nach Denica. Und da müssen wir die Jagdquest noch triggern. Hallo Gertruda. Guten Abend. Keine Ahnung wer. Ist der schon daheim? Ach, hier sitzt er. Hi Gottfried. So, deine Holzbolzen. Gute Jagd. Guten Abend, der Herr. Dich hatten wir schon begrüßt, ne? Gertruda, ja. Der sind doch schon über den Weg gelaufen. Da sitzen sie. Sie sitzen und reden. Oder denken nach.
Da sitzen sie gemeinsam. Heimildreder. Kannst du einen Schritt auf Seite gehen? Vielen Dank. So, jetzt geht es nämlich viel besser. Wir können gerade mal mit unserer Mutter noch schwätzen. Reden, hi. Hi, Mutti. Komm, gib Mama einen Kuss. Was beschäftigt dich? Mein kleiner Junge, ganz erwachsen. Ich bin so stolz auf dich. Du wirst ein großartiger Anführer werden. Und ein Herzensbrecher. Goodbye. Goodbye. Waschen wir uns gerade mal bei unseren Eltern daheim. Ist ja auch kein Fehler, ne? So, dann müssen wir gleich noch ein Häppchen essen. Und dann können wir in den... Das haben wir auch schon getriggert. Okay, wollte ich gar nicht unbedingt, aber auch gut. Dann können wir morgen gleich noch die Wölfe jagen. 8 Stück brauchen wir. Wölfe und oder Wildschweine. Ich glaube, ich nehme mir die Abkürzung. So, waschen brauchen wir uns nicht. Wir sind gewaschen. So, Frühling, also Feuerchen machen. Und gute Nacht. Neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, mein Schatz. Oh, ich habe gar nichts gegessen, ne? Vielen Dank für die Birne. Was beschäftigt dich? Du würdest so gerne nackt im Mondlicht tanzen. Na dann, viel Spaß. Und wie steht's um unser Königreich? Gibt keine Probleme. Den machen wir mal auf. Den auch. Warum sind die denn zu? So, Frühling. Upsala, kochen wollten wir nicht. Diesig, aber sonnig. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hinten über Hornitza. Hier ist schon geerntet. Und auch schon Flachs angesät. Sehr gut. Da oben müssen sie noch. Und ich muss immer noch was essen. Noch Fleisch dabei. Wo habe ich denn das gekriegt? Ach so, sollte ich noch Material mitnehmen? Nee, lassen wir. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich eh nochmal irgendwie wieder dahin laufen müssen. Ich könnte hier die Wölfe jagen. Noch jemand ohne Fahrschein? Die ersten 5 haben wir. So, muss ich gleich noch einen Heiltrank trinken. Ich war jetzt ziemlich K.O., das war das Problem. Deswegen hat er auch gar nicht mit der Axt so wirklich zugeschlagen. Aber Gottlob war es nur noch der eine. So, die ersten 5. Da muss ich gleich mal gucken, wo hier Material fehlt. Hm, hm, hm.
Können wir eventuell gleich auch noch ein bisschen Fleisch an Bratum mir verkaufen, dass wir das aus dem Inventar haben. Wäre, glaube ich, auch kein Fehler. So, das waren, glaube ich, alle Wölfe. Ah, und Material fehlt. Stimmt, da war doch was. Und Fertigkeit haben wir auch. Gewinnung, Kräuterhütte. Met. Wir brauchen mehr Met. Welche von euch beiden Schenken macht denn Met? Du hier. Mach mal weniger Kirschsaft. Und weniger Beerensaft. Dafür aber mehr Met. Oh, das reicht, glaube ich, noch nicht. Machen wir mal so. Macht ihr auch Met? Ihr macht auch Met, okay. Dann mach du mal weniger Roggenbier. Ne, Roggenbier, das bleibt. Aber mal weniger Wein. Und dafür auch mehr Met. So, dann sollten wir das eigentlich hinkriegen. Hoffe ich doch. Sonst müssen wir nachher noch Met brauen. So, Bratomir wollte ich... Wo ist denn der? Da hinten. Ach, der ist schon am Arbeiten. Okay. Der wollte ich nämlich Fleisch verkaufen. Ja. So, du kriegst Fleisch und du kannst auch Pelz haben. Die Wolle nicht. Wollgarn auch nicht. Holzschalen auch nicht. Mach's gut. See you soon. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Gehen wir den Weg nach Denitzer. Da haben wir auf jeden Fall Bären, hätten wir auch, die wir jagen können, aber das verkneife ich mir. Achso, und ich wollte Heiltränke trinken. Und Fähigkeiten verteilen, stimmt. Schleicher, Fährtenleser haben wir schon. Raubtier, schnellere Bewegung beim Schleichen. Oh, wir nehmen gewissenhafter Jäger. Haben auch nur einen Punkt. Erfahrener Jäger. Wäre auch noch eine Idee gewesen. Fallenmeister. Das wäre starker Arm, hätte ich machen sollen. Schussbereit oder naja, egal. Wir werden noch wieder Jagdskillpunkte kriegen. Ich glaube, hatten wir es schon, ne? Ja. Hatten wir es schon. Achso, und ich wollte Heiltränke trinken. Gesundheitstrank. Moment. Stärkt die für eine Weile die Gesundheit? Das war natürlich falsch. Das war nicht gut. Oder nicht sinnvoll, sagen wir es mal so. Oh. Zinnerz. Ah ja, nochmal Zinnerz. Kupfer, Zinn. Hat das einer unserer Leute hier verloren? Ach so, was ich auch noch gucken wollte, die Schmiede. Wir haben ja eine Schmiede, die Kupfermaterial herstellt. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das nicht wieder ändere. Weil das macht unsere Leute natürlich langsamer. Ich meine, die Kupferhämmer. Kupferäxte. Mann, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
weil die sind eh zu schnell. Das können wir vielleicht sogar lassen, aber Kupferhacke würde ich weglassen. Kupferschaufel. Ah, Kupferspeere können wir machen. Die können wir verkaufen dann, das ist gut. Was haben wir denn sonst noch aus Kupfer? Kupferbarren halt, ne? Messer, Sichel. Das ist alles kontraproduktiv. Eisenschurschere. Hufeisen könnten die sonst auch noch machen, ne? Die können wir dann auch noch verkaufen. Kein Zeltlager. Kein Banditenlager, aber da hatten wir, glaube ich, auch letzte Jahreszeit erst. Den hatten wir auch letzte Jahreszeit schon. Pilze. Sehr schön. Ja, da müssen wir nachher vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Met brauen, ne? Aber erstmal gehen wir nach Denica und liefern ab. Das ist erstmal das Wichtigste. Grüß Gott, Herr Hirsch. Grüß Gott. Ah, was mir auch noch zu Sengoku einfällt, was ich da auch nicht so schön finde, also zumindest aktuell, ich meine, das ist ja noch Early Access, da darf man ja nicht vergessen, aber aktuell laufen die Leute einfach durchs Dorf und stehen nicht an ihren Arbeitsplätzen und produzieren, so wie wir das hier aus Medieval Dynasty kennen. Wenn die da einen Job haben, dann gehen die ja zu ihrer Arbeitsstelle und machen da was. Das wird in Sengoku Dynasty auch noch nicht gemacht. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass das noch kommt. Wie gesagt, das ist alles Early Access. So, wo sind unsere Teddys? Da ist einer. Dem laufe ich jetzt nicht unbedingt über den Weg, wenn ich es vermeiden kann. Hier unten kann ich durch, oder? So. Sehr gut. Hier gleich kommen nochmal Wölfe, aber die brauchen wir eh. Glück sind es 3, mit Pech sind es 2, wobei auf dem Rückweg haben wir dann spätestens auch nochmal wieder Wölfe. Oh. Nicht, dass ich Salz bräuchte, aber wir nehmen es halt mal mit. Was wir haben, haben wir, ne? Da unten ist Nummer 2. Sind auch nur die 2, so wie es ausschaut. Nehmen wir mit. Ne, da ist noch einer. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da.
So, damit hätten wir alle. Wo ist denn hier mein Pfeil gelandet? Einer ist hier. Da. Da ist er. Einer im Wolf und dann haben wir aber auch noch... Oh, das Handelsware ausgegangen. Den müssen wir auch gleich mal gucken. Da ist der nächste. So. Handelsware. Gucken. Oh, ihr verkauft Met. Das ist natürlich kontraproduktiv. Dem stimme ich zu. Da können wir noch mal ein paar von mehr verkaufen. Dann passt das vielleicht auch mit unserer Metproduktion jetzt wieder besser. Wenn wir es nicht auch noch zusätzlich verkaufen. Eventuell noch einen anderen Stand, der das auch verkauft. Moment. Nahrung. Bei wem haben wir es eingestellt? Ihr verkauft Gemüsesuppen, das ist okay. Du nur einmal mit saurer Milch, das ist auch okay. Du Eier, ja, einmal mit Wasser, ist auch okay. Kohlsuppen. Und ein Topf. Ja, ich glaube, das passt. Des Post. Dann sollte das Met-Problem auch bald behoben sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Wie sieht es hier aus mit Banditos? Scheinen keine zu sein. Was war das? Ach, das war der Fuchs. Hä? Wieso ist der nicht scheu? Okay. Das ist eher ungewöhnlich. Normal sind die sehr scheu. Aber gut. So, das Symbol da ist weg. Das ist gut. Wir müssen bald auch was trinken. Oh. Ein Wagen. Was haben wir denn Feines? Ein Apfel. Und Ton. Holzschaufel. Das war's. Jetzt fehlen uns zwei Sachen. Moment. Was fehlt uns denn jetzt? Produktion. Küche. Keine Karotten mehr. Okay. Da kann ich mit leben. Dann mach mal mehr... Rührei mit Pilzen, würde ich sagen, weil da haben wir auch eine Menge von. Sowohl Pilze als auch Eier. So, dann kann ich gerade mal an die. Ihr macht sowieso nichts in der Richtung. Ihr. Das sieht gut aus. Und ihr macht Kohlsuppe, ne? Eintopf.
Solange du dich noch nicht beschwerst, solange darfst du noch. Müssen wir mal gucken, bis da oben das Symbol kommt, dass da der zweite nichts hat. Da, jetzt ist er fällig. Jetzt müssen wir es ändern. Ich wollte sie nur halt fertig kochen lassen, solange sie da noch Material haben. Sollen sie da ruhig loslegen. Fleischpastete können wir eigentlich noch welche machen, oder? Wir haben doch Apfelkuchen oder sowas, oder Obsttarte. Das sind Beeren. Kirschkahl. Obstkuchen sind auch Beeren. Birnen, Pflaumentarte. Gibt es nichts mit Apfel? Kirschen, Mohn, Obst. Nö. Aber dann kann ich, dann würde ich sagen, dann sollen sie mal Obsttarte machen. Passt. So, jetzt haben wir hier einmal Stiefel abzuliefern. Oh, Entschuldigung. Hi, Mathilda. So, eine Näherin aus dem Nachbardorf hat mich gebeten, hierher zu kommen und... Oh. Was möchte sie? Ist das ein Trick? Ich bin mir nicht sicher, was zwischen euch beiden ist, aber ich denke, es wird höchste Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Was? Ich? Nun, vielleicht hast du recht und unsere Rivalität hat lang genug gedauert. Weißt du was? Nimm das hier. Das habe ich gerade gemacht und zeige es dir. Sagen wir, es ist mein Friedensangebot. So, Mathilda hat auch noch einen Job. Kann ich dir bei etwas helfen? Du brauchst ein neues Paar Stiefel. Hast aber keine Zeit, sie zu fertigen, würde ich mal sagen, ne? Ja, Hornika, machen wir. Können wir für dich erledigen. Aber selbstverständlich. So, ist denn noch was Interessantes zu Ohren gekommen? Nichts, nur Grillen zippen. Okay, also das ist die letzte Aufgabe gewesen. Achso, ich könnte natürlich noch Zeugs verkaufen. Ah, hier in der Küche geht doch auch. Wir haben ja doch eine Köchin, da kann ich das ganze Fleisch loswerden. Hey Kinga, zeig mir mal deine Waren. My words never disappoint. So, wir haben Fleisch. Und Erz, Pelz brauchen wir auch nicht, Salz sowieso nicht. Ton, Zinnerz kann weg. Hier noch irgendwas, die Holzschaufel natürlich, Steinpfeile. Recurve-Bogen behalten wir mal. Die edlen Schuhe, die brauchen wir noch, die gehören zur Quest. Okay, das war's dann so ziemlich. Mach's gut. See you soon. Ja, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn ich mich dann auf den richtigen Weg begebe, weil hier ist ja Blödsinn, dass ich hier langlaufe, wenn wir noch Gustovia müssen. Ja, in diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.